Auf geht's. Hier auf diesem Schrank liegen lauter religiöse Bilder. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Gehen wir die gruselige Treppe mal wieder hoch. Sieht für ihr Alter noch ziemlich gut aus. Can you knock back? Are you afraid of us? You have no reason to be afraid of us. Hier ist ein Eingang, hier geht's rein. So, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute an der bekannten verlassenen Kirche im Harz und müssen uns jetzt hier gerade schon durchs Dickicht kämpfen. Hier vorne das Haupteingangstor ist auf jeden Fall verschlossen, aber ich war schon mal hier. Nur ich habe beim letzten Mal hier nur einmal die Lage abgecheckt, aber ich war nicht drin. Ich weiß jetzt, wo der Eingang ist. Der Turm der Kirche sieht mal ultra alt aus. Diese Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist meiner Recherche nach eine katholische Kirche gewesen, die aufgegeben wurde. Da wohl eine andere Kirche gebaut worden ist, eine neuere. Und dann hat man diese Kirche hier einfach links liegen lassen. Hier haben wir noch so kleine Schuppen außen dran. Hier auch. Hat einer sogar eine Leiter dran gestellt. Können wir vielleicht mal oben reingucken. Okay, das Ding ist jetzt nicht mehr so stabil, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Okay, da ist nichts mehr drin. Okay. Hier habt ihr auch noch mal einen Blick auf das alte Mauerwerk. Machen wir noch mal so eine kleine Runde um das Gebäude. Schaut mal, hier unten geht's in das Kellergewölbe der Kirche. Guckt mal, hier vorne ist so ein alter Seiteneingang mit einer total alten Tür. Und das Besondere an dieser Kirche ist eigentlich, dass in dieser Kirche im Erdgeschoss quasi eine Wohnung drinnen war. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Und der Kirchenaltar ist quasi im obersten Stockwerk. So, jetzt sind wir auch schon einmal rum. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Auf geht's. Gucken wir mal einmal kurz die Wohnung an. Seht ihr das? Hier sind noch alte Küchengeräte. Ein Kühlschrank. Hier ist noch so ein alter Ofen. Hier haben wir auch noch mal so einen alten Kaminofen. Hier haben wir das alte Badezimmer, hier rechts die Toilette, da eine uralte Badewanne und hier links ein Waschbecken. Und hier oben in der Ecke haben wir noch einen Boiler. Hier im nächsten Raum steht noch ein Herd. Hier auf dem Boden liegen noch so alte religiöse Plakate. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Und hier ist auch noch mal ein anderes. Da könnt ihr einfach kurz auf Pause drücken und das lesen. Hier geht eine Treppe runter in das Kellergewölbe.
Schauen wir auch mal kurz rein. Ist noch so ein altes Regal in der Ecke. Wahrscheinlich war das mal hier so der Lagerraum. Gehen wir die gruselige Treppe mal wieder hoch. Denn das Highlight befindet sich im obersten Stockwerk. Das hier unten ist, wie gesagt, eine Wohnung. Und wohl bemerkt, wir sind hier in einer Kirche. Hier haben wir auch noch so ein altes Heizgerät an der Wand. Hier an der Decke hängt noch so eine alte Deckenleuchte. Hier ist die alte Holztür vom Nebeneingang, die ich euch eben von draußen gezeigt habe. Und hier drinne muss mal so eine Art Metalband oder Metalfan gewohnt haben. Weil hier drinnen sind die Wände komplett schwarz teilweise. Dann liegen hier noch solche Metal-Plakate rum. Und auch dort an der Wand sind so Bilder von Schlagzeugern. Und hier am Pfeiler ist so ein Poster von Metallica. Hier haben wir auch noch so alte Bühnenbeleuchtung. Hier auf diesem Schrank liegen lauter religiöse Bilder. Da sind noch die Drumsticks an der Wand. Ich denke mal, das Ganze ist hier mal als Bandproberaum angemietet und genutzt worden. So, und hier geht's jetzt so hoch zum Highlight. Okay, gehen wir mal hoch Richtung Altar. Hier ist die Tür auch offen. So eine Treppe hoch zu so einem Podest. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon ein Loch im Boden. Auf jeden Fall aufpassen, dass das noch hält hier. Hier haben wir noch die alte Orgel stehen. Guckt euch das an. Sieht für ihr Alter noch ziemlich gut aus. Hier liegen noch so alte Notenblätter. Wahrscheinlich für irgendwelche Kirchenlieder, die man dann hier auf der Orgel gespielt hat. Hier geht es nochmal in so einen Hinterraum, hinter der Orgel. Aber ich weiß nicht, wie stabil das hier ist. Hier an der Wand sind irgendwelche komischen Symbole eingeritzt. Da geht es ganz hoch in den Kirchturm. Da gehen wir aber nicht rein, weil das alles hier schon ziemlich marode ist. So, jetzt sind wir unten. Guckt euch das an, Leute. Wir haben aktuell Sonntag und was macht man sonntags? Man geht in die Kirche. Guckt mal, wie episch hier das Licht hineinscheint von der Sonne. Wow. Hier oben haben wir noch einen religiösen Spruch an der Decke. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr habt da mal einen Blick nach hinten hoch zu den Orgeln. Ist ein sehr cooler Ort auf jeden Fall. Definitiv einer der besten Lost Places, die ich besucht habe. Guckt mal hier. Hier waren noch überall so alte Namen. Wahrscheinlich von irgendwelchen gefallenen Soldaten. Da noch so eine Uniformabzeichnungen mit drin sind. Dort oben geht es noch weiter, da ist die nächste Hängevitrine.
Hier in der Ecke steht so ein alter Ofen, der dann wahrscheinlich mit Holz oder Briketts beheizt wurde. Hier vorne haben wir dann den Altar, wo der Pfarrer dann wahrscheinlich stand und seine Vorlesungen gemacht hat. Auch hier ist eine kleine Broschüre mit Kirchenliedern drauf. Hier liegt noch so eine alte Brille. Ein paar Teelichter. Da ist auch noch mal so eine alte Brille. Schaut euch mal diese coolen Fenster an mit den Ornamenten. Kommt auf der Kamera gar nicht so gut rüber, aber mit den Lichteinstrahlungen der Sonne sieht das richtig cool aus. Hier habt ihr den Blick vom Podest des Pfarrers aus in Richtung Kirchengemeinde. Die Bänke waren dann sicherlich stark befüllt. Alle hatten ihre Bibel auf dem Schoß und haben dann gemeinsam die Kirchenlieder gesungen, die hier einst durch dieses Gewölbe hallten. Absolut episch dieser Ort. Und hier durch diesen Hinterraum kommt man hier nochmal auf so ein Podest, wo dann auch der Pfarrer zu besonderen Anlässen stand oder vielleicht zum Liedersingen, denn hier oben liegt wieder so ein Liederbuch, wo noch die alten Lieder drin sind. Das heilige Abendmahl zum Beispiel. Ihr habt da auch noch mal einen Blick in den Saal hinein. Dort oben in der Kuppel sind schon Löcher drin. Das heißt, allzu viele Jahre wird diese Kirche wahrscheinlich keinen Bestand mehr haben und früher oder später einstürzen. So, ich würde sagen, wir haben das grobe alles gesehen und jetzt wollen wir zusammen noch eine paranormale Untersuchung starten. Schauen wir mal, ob dieser einstheilige Ort heimgesucht wird von irgendwelchen Seelen, irgendwelchen Entitäten, die vielleicht hier verblieben sind oder verweilen. Okay Leute, wir haben jetzt hier die Ghost Balls platziert, die bei Berührung anfangen zu blinken. Auch ein K2-Meter. Um Veränderungen hier im elektromagnetischen Feld festzustellen. Und wir werden jetzt mal versuchen, mit den möglichen Seelen, die hier vielleicht noch verweilen, zu kommunizieren. Was Brian dort in der Hand hält, ist ein EVP-Gerät. Okay, we're gonna record right here. And we're gonna see if we get, we'll put it on that candle. Are you in here? Oh, are you in here with us? Seht ihr das, Leute? Der Ball leuchtet. And only that ball. Can you light the other balls? Come on now. Don't be afraid of us. Light the other balls, please. Kannst du bitte einen der Bälle zum Leuchten bringen? Du hast das gerade schon gemacht und bewiesen, dass du es kannst. Okay, das EMF hat kurz ausgeschlagen. Can you knock back? Are you afraid of us? You have no reason to be afraid of us. Can you light up one of the balls if you're afraid of us? Wir haben jetzt gerade mal ein paar Bälle genommen und legen die jetzt mal hier auf die Sitzbänke, wo einst die Leute saßen. Okay, so I was here a little while ago, and when I was in the middle, I felt something really, really
Weird. My camera started to move on its own. Ist irgendeine Seele hier in dieser Kirche gefangen? Ist vielleicht hier vorne noch jemand, der nochmal die Bälle zum Leuchten bringen möchte? Brian hat jetzt gerade die Bälle da vorne auf dem Weg platziert. Möchtest du vielleicht einmal den Gang hier lang laufen, an den Bällen vorbei und diese zum Leuchten bringen? Ich will gehen. Du willst gehen? EMF, look at the EMF now. It's like really... Oh, once I said that, it stopped. Forgotten. What is forgotten? Are you forgotten? Dude, the ball lit up. Guckt. We're so far away from it. Da seht ihr das? Und keiner von uns war in der Nähe dieses Balls. Danke, dass du das gemacht hast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Das ist super nett von dir. Oh, ich habe hohes elektromagnetisches Feld. Das heißt, die Präsenz ist hier. Und der Ball leuchtet immer noch. Seht ihr das, Leute? Der Ball hat immer noch geleuchtet. Kannst du noch mal einen dieser Bälle zum Leuchten bringen? Ich kann nicht reden. Du kannst nicht reden. Möchtest du vielleicht, dass wir noch mal die EVP ausprobieren? What is forgotten? Are you forgotten? The ball. When I asked if it's forgotten, it lit up. Das ist krass, ne? David? Ja. I got the word count, and now the word hit. That's Did you so hit crazy. The ball? So crazy. So crazy, yes. Ich will gehen. Schon wieder. It said to go again. It wants to go. So are you stuck here? Ich guck nochmal, ob hier das elektromagnetische Feld wieder ansteigt. Kannst du vielleicht einmal hier zu diesem Gerät in meiner rechten Hand kommen? Und die Lampen zum Ausschlagen bringen. Wir danken dir auf jeden Fall schon mal, dass du den Ball regelmäßig zum Leuchten bringst. Du darfst auch gerne alle anderen Bälle zum Leuchten bringen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, du darfst auch gerne das K2-Meter in meiner Hand zum Ausschlagen bringen. Möchtest du noch mal einen der Bälle dort auf dem Boden zum Leuchten bringen? Würdest du das? Ich bin verängstigt. Du bist verängstigt. Du brauchst keine Angst zu uns haben. Wir sind in guter Absicht hier. Wir möchten dir nichts Böses tun. Guck mal, ich hock mich hier runter zu dir und dann brauchst du keine Angst vor mir haben. Du kannst gerne an mich herantreten, ich tue dir nichts. Und die Geräte, die wir hier haben, die werden dir auch absolut keinen Schaden zufügen. Diese Geräte dienen der Kommunikation mit dir. Also du kannst gerne jederzeit an diese Geräte herantreten und brauchst keine Angst haben, dass dir irgendetwas passiert. Möchtest du vielleicht nochmal einen Ball vorne auf dem Altar zum Leuchten bringen? Oh my God. What is that? My camera just shut off. That's wild. Das ist gerade die GoPro von Brian. Ich kann nicht sprechen. The battery was full. Du sagst schon wieder, du kannst nicht sprechen. Why can't you talk? That's the message he keeps getting. Is that whatever is there can't talk. Oder darfst du vielleicht nicht sprechen, weil dies ein heiliger Ort war? Oh, der Ball, der leuchtet wieder. Oh my God, and I just had the camera right on it when I was checking the messages.
if it said something. Okay, I'm going to try one more time to see if we can get... Okay, die Präsenz scheint irgendwo hier vorne im Gang zu sein bei dem Ball, weil immer dieser eine Ball anfängt zu leuchten und die anderen nicht. So, it's this front ball. And this is where I just felt sick over here too. Right where I put another ball now where I was feeling sick a moment ago to see if that'll light up. Did you hear those steps? Somebody walking on the steps. Du kannst jetzt mit uns sprechen. Du kannst über dieses Gerät, was Brian in seiner linken Hand hält, mit uns kommunizieren. Das ist gar kein Problem. Du musst nur in das Gerät. I thought I heard something. Du hörst zu. Yes. Did you hear those steps? Somebody walking on the steps. Over there, there was two knocks on the steps. Yeah. Niemand versteht. Niemand versteht. Was verstehen wir nicht? Ich leg mal einen dieser Bälle hier auf diesen Stuhl. Vielleicht möchtest du dich auf diesen Stuhl setzen. So, der Ball leuchtet jetzt, weil ich den berührt habe. Das dauert ein paar Sekunden, bis er aus ist. Jetzt ist er aus. Ab jetzt leuchtet er erst wieder, wenn er berührt wird. Möchtest du jetzt vielleicht mal den Ball berühren auf diesem Stuhl? Oder Platz nehmen auf diesem Stuhl? Ich kann dir ja noch so einen alten religiösen Liedtext dazulegen. Vielleicht ist es einer der Texte, die du mal hier gesungen hast in dieser Kirche. Oh, I got the word I, not even a word. It says I, like me. Wo bin ich? Where are you? Verrätst du uns, wo du bist? Du bist in einer anderen Welt, glaube ich. Du bist nicht in der Welt der Lebenden, sondern in der Welt der Toten. Okay, so he just got the question, where am I? And David just said, you're in the world of the dead. Ja, okay, Leute, das war ein kleiner Spoiler von der kleinen paranormalen Untersuchung zusammen mit Brian's Paranormal Travels Channel. Wenn ihr die volle paranormale Untersuchung sehen wollt, dann schaut bitte auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Und lasst ihm gerne mal ein Like dafür da. Von mir aus war es das an dieser Stelle. Den Rest gibt es dann, wie gesagt, bei Brian zu sehen. In diesem Sinne, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar und über ein Kanalabo würde ich mich auch sehr freuen. Bis dann, euer Dark Tourism. Ciao.